Also stell dir vor, die Europäische Union plant, das Verbrennerverbot zu überarbeiten. Aber eigentlich will Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, nur ein paar kleine Änderungen vornehmen. Das liegt daran, dass sie einen Deal mit den Grünen hat. Derzeit ist es so, dass ab 2035 in der EU keine Autos mehr verkauft werden dürfen, die CO2 ausstoßen. Das wurde im März 2023 beschlossen. Ob das Verbot so bleibt, ist allerdings noch offen. Die Industrie und einige Politiker sind nämlich nicht begeistert davon. 2026 soll das Ganze dann noch mal überprüft werden. Ursula von der Leyen gehört zur Europäischen Volkspartei EVP und die haben im Wahlkampf versprochen, das Verbrennerverbot entweder ganz aufzuheben oder zumindest abzuschwächen. In ihrem Plan für die nächsten 5 Jahre hat von der Leyen gesagt, dass es Ausnahmen für E-Fuels geben soll. Das bedeutet, dass auch nach 2035 Autos mit E-Fuels fahren könnten. Ja? Von der Leyen steht aber auch unter Druck aus der eigenen Partei. Markus Söder, der Chef der CSU, sagte der Bild am Sonntag, dass das Verbrennerverbot weg muss. Er will Technologieoffenheit statt Ideologie. Schließlich hat die EVP auch genau damit Wahlkampf gemacht. Söder meint, dass das Verbrennerverbot zumindest gelockert werden sollte und die Produktion von Wasserstoffautos sowie E-Fuels auch nach 2035 möglich sein sollte. Ja? Er sagte auch, dass es gut sei, dass sich die EU in diese Richtung bewegt. Allerdings scheint es so, dass sowohl von der Leyen als auch Söder nur kosmetische Änderungen vornehmen wollen. Sie glauben wohl, dass Benzin- und Dieselmotoren keine Zukunft mehr haben und es nur noch Elektroautos geben soll. Aber mal ehrlich, dass nach 2035 auch Wasserstoffautos und E-Fuels verkauft werden dürfen, ist jetzt nicht der große Durchbruch. Wasserstoffautos sind noch lange nicht marktreif und E-Fuels werden wahrscheinlich auch in Zukunft nur eine Randerscheinung bleiben. Leider. Diese Überarbeitung des Verbrennerverbots ist also eher nur symbolisch. Ja? Der eigentliche Grund, warum diese Anpassung kommen könnte, ist ein Deal mit den Grünen. Wer hätte es gedacht? Die hatten nämlich gesagt, dass sie von der Leyen nur wählen, wenn sie am Verbrennerverbot festhält. Mit den kleinen Änderungen können sie aber anscheinend leben. Michael Bloß, der klimapolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament, sagte, dass E-Fuels immer nur ein Nischenprodukt im Straßenverkehr sein werden. Die geplanten Änderungen von Ursula von der Leyen passen laut den Grünen auch zum Green Deal. Rasmus Andersen, ein Europaabgeordneter der Grünen, meinte, dass von der Leyen mehrfach betont hat, dass die Zukunft der Automobilindustrie elektrisch ist. Was von der Leyen also als große Änderung verkauft, wird die Verbraucher und die Autoindustrie wohl kaum entlasten. Ich sehe das sehr kritisch. Es wird auf jeden Fall ein Riesenproblem, wenn sie an dem Verbot festhalten. Wie siehst du das Ganze?